So, ich komme zurück zu Kaizo Mario 64 ohne Save State. Warte mal, zuerst machen wir noch ein bisschen was in der Geisterwelt, bevor wir da wirklich in den Keller gehen. Mal sehen, ob da überhaupt irgendwas möglich ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da braucht man ja schon die Unsichtbarkeitskappe, um überhaupt ins Schloss zu kommen. Weiß schon wieder, ja. Von dem her muss ich da zuerst nach unten und die ganzen Kappen, also die anderen zwei Kappen, noch machen. Werden wir uns gleich den Schalterpalästen widmen. Zuerst der Vanishcap. Also nein, zuerst werden wir mal den Hasen jagen, der da irgendwo ist. So, komm her da. So. Ja. Danke für den Gratisstern. So, was machen wir jetzt? Nee, den Teilklappenschalter lassen wir noch. Das war fail. Aber jetzt so. Auf in den Schalterpalast. So. Ja. Ja. Ach so, ja, das Switch ist der da unten oder auf der anderen Seite? Switch war auf der anderen Seite. Mal sehen, ob ich hier die roten Münzen packe. Das war ja ein glatter Fail. Aber die kann man ja eigentlich packen, denn man verliert ja kein Leben dabei. So, wenigstens mal etwas. Ja. Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Warum bin ich da stehen geblieben? Mal da die Münze nicht vergessen. So. War da auch irgendwo eine Münze? Anscheinend nicht. Feuer, 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 Feuer. Ja, diesmal nicht Feuer. Nein! Tritt dich zurück. Ach ja, genau, der Stern war da unten im Nichts. Ja, sehr schön. Könnte mal eine Kamera, danke. So. Ja, ich werde den Stern jetzt noch probieren, aber ja. Ob ich ihn schaffe, ist ja das andere. Fail. War es doch so klar, leck mich, nein, danke. Wenn der Sohn Fail macht, Alter, ne. Kein Bock drauf, keinen Bock drauf, ne.
Marit unfähig ist, darunter zu springen, ohne sich angeblich festzuhalten, damit man ja keinen Tritt und ja kein irgendwie irgendeine Rettung anstellen kann, dann kann er mich mal kreuzweise echt. Wenn er keinen Bock hat, dann soll er sterben gehen. Achso, ja, da brauchte ich ja sogar die Unsichtbarkeitskappe. Frag mich nicht, warum ich das probiert habe. Ich weiß es selbst nicht. Danke für den Stern und für die Info, ja. Und rein da. Ja. Da sieht man mal, ich weiß überhaupt nichts mehr von Kaizo. Jeder, der Kaizo mal gespielt hat, weiß, dass da eine Wand ist, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin ein Idiot. So, und Wandsprung ist was für Marius, aber nicht für diesen. Denn der kann das ja nicht. Der kann gar nichts. Der kann gleich mal sterben gehen, denn er hat nur noch 0 Leben. Der kommt nicht mal zur Metallkappe. Nee. Nicht in diesem Leben. So, drüben. Jetzt ist ja eigentlich der schwierigste Teil geschafft, denn wir nehmen den Glitch. Und hoffen, dass er funktioniert beim ersten Versuch. Danke. Ja, sehr schön. Wenn das gleich funktioniert, dann nehmen wir doch gleich mal den Stern danken dann. Ich Idiot, da kommt der rote. Ist hier wirklich nur der rote Münzstern? Ich war das, glaube ich, der da nach unten einen Stern hingegeben hat. Hat Kaizo das auch gemacht? Nein, da im Abgrund ist kein Stern, leider. Und ich glaube, da vorne auch nicht. Nee, das war nur ich mit den versteckten Sternen da unten. Aber ja, so geht das auch auf. Sehr schön. Was war dieser Schalter hier? Oh, für den Stern da oben. Ja. So, hier lang, so lange den Trick ausprobieren, bis Dory kommt. Denn ich will ja jetzt nicht unnötig hinterher schwimmen. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Bevor Dory kommt. Ist sie schon da? Nee. Das hätte ich fast gehabt. Naja, fast. Dory, schon hier? Naja, fast. So, Dory, komm her. Bleib auf Kurs. Ah ja, passt schon. So, auf zum Metallkappenschalter. Da weiß ich auch nicht mehr genau, wo da die roten Münzen sind. War hier irgendwo ein Bonusstern? Hier die mit, das war hier. Also hier war das One-Up. Ich glaube, an der Metallkappe wurde gar nichts geändert.
Da waren, glaube ich, zwei, ja. Drei, vier. Und irgendwo im Wasser, ja. Eins, zwei, drei, vier und der Stern da hinten. Nee, da wurde nichts geändert. Weg. So, und gerade noch, bevor die Metallkappe ausging. So, one of Kaizos Secret Stars. Dann machen wir hier mal ein paar normale Sterne. Swimming Beast in the Cavern zum Beispiel. Das einzig Schwierige ist, darüber zu kommen. Das ist das Einzige, was ja ein bisschen schwierig ist. So. Der Rest von dem ganzen Level ist eigentlich einfach. So noch was eigentlich. Ach komm. Geht sich das vielleicht in normalen Dreifen auch aus? Nee, das wäre sehr schlecht geplant gewesen, wenn sich das ausginge. Das wollte ich mal gar nicht. So, mal sehen, wann Dory zurückkommt. Ah, da kommt sie ja schon. Ach, Menno. Mach schneller, Dory. Mach schneller. Ja, ich kappte mal, bis sie hier ist. So. Oh, oh, nein, nein, nein. Nicht jetzt die Kamera verstellen. Du Assi! Lass mir jetzt die Kamera doch. So. Wehe, das hätte jetzt nicht funktioniert. Wegen dieser dämlichen Kamera. So. Swimming Beast in the Cavern. Was haben wir dann noch? Zehn werden wir nochmal rein. Mal sehen, ob es machbar ist. Ah ja, Red Coins. Hahaha. Ha. Sind sie noch alle? Ha? Ah, okay, sehr schön. Der Weg geht mal gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ging das nicht irgendwie durch den Trick, dass man hier die Vanish Cap bekommt? Ja. Und dann da durchrennen. Was? Da kann ich trotz Vanish Cap nicht durch. Alter. Und ich wette da auch nicht, oder? Nee. Ja, sehr schön, das herausgefunden zu haben. Und ich begebe mich in die nächste Welt. Da will ich nicht mehr rein. Feuer, meine Lieblingswelt. Go. Boil the big bully. Don't be a pushover. Yeah. Okay, schöner Level-Einstieg. Was ist hier eigentlich? Nur Flammen, okay, nur Flammen. Ja. War da drüben ein Stern? Den Glitch will ich jetzt ausprobieren.
Shakir, du solltest mich nehmen und nicht rausfliegen dabei. Aber nice, dass du da rausfliegen kannst. Was mache ich hier eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Und warum stelle ich die Kamera nicht um? Alter, muss das sein? Aber jetzt kann ich hier gleich in den Keller. Hier nicht mehr den dämlichen Level-Eingang, sondern wir nehmen den Eingang von unten. So. Die Game Over sind mir jetzt egal. Denn ich habe den anderen Eingang. So. Keine Sorge, das musste sein. Ja, das muss sein. Alles zum Plan, alles geplant. Läuft alles nach Plan hier. Sowas kann gar nicht gefaked sein, nein, alles nach Plan. Ja. Verbrenn doch einfach. Okay, ich weiß, lass dich gehen, den Vulkan und mach dort die Sterne, die sind einfach. So, Jack hier. So, gibt es die Stangen noch? Ja. So, war nicht genau der Stern da drüben. Erreichbar dadurch, dass man darüber springt. Ich bin so oft bei den Kleinen da gescheitert, dass ich da lieber einen Dreisprung drüber mache. So, und jetzt holen wir uns den Bulli. Ja, das war sehr schön. Oh ja, das auch. Go. Yes. So. Da ist ein Schalter. Was macht der? Was macht der Schalter hier? Keine Ahnung. Ich hole mir mal Bully und seine Familie da. So. Alle. Und der ist auch tot.
So, und Big Bully alleine holen wir uns dann im nächsten Part. So, also, bis dann und auf Wiedersehen.